So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft-Video und heute zeige ich euch mal einen Schottbau in Minecraft Vanilla. So, da bin ich auch schon wieder und ja, ihr kennt es vielleicht schon vom Shotbow-Server, von dem Smash-Spiel. Ja, ich schieße hier einfach einen Pfeil und bei den Pfeilen werden eben noch mehr Pfeile gespawnt, sodass eben so ein richtiges, so eine richtige Gruppe an Pfeilen eben auf die Gegner geschossen wird. Und genau das habe ich hier in Minecraft nachgebaut. Momentan ist das eigentlich allerdings nur in den vier Himmelsrichtungen möglich, weil man eben die Pfeile bei den Pfeilen wieder sammeln muss, also so spawnen muss mit diesem Sammelbefehl. Und ja, genau, das ist eben nur in diesen vier Himmelsrichtungen möglich, außer man baut es vielleicht noch hier in diesen Zwischenteilen. Aber das ist jetzt ein bisschen aufwendig und ich habe es einfach mal so gebaut und wollte es einfach mal so euch zeigen. Und ja, man sieht hier schon, in diese Richtung wird das Ganze geschossen und dazu ist eben diese Leitung hier aktiv. Also wenn ich das hier aktiv habe, dann wird das Ganze nach da geschossen. Wenn ich das hier aktiv habe, wird es zum Beispiel nach da geschossen und so weiter. Und ja, das funktioniert so. Wir haben jetzt hier erstmal ein Test-For-Kommando, der testet, ob ein Entity mit dem Type Arrow hier irgendwo in der Welt ist, und zwar mit dem Datatag InGround 0B. Das bedeutet, er testet, ob ein Pfeil existiert, der nicht im Boden steckt, also noch in der Luft rumfliegt. Und wenn das der Fall ist, wird einfach bei diesem Pfeil ein Summon-Kommando ausgelöst mit dem Befehl eben Summon Arrow und den bestimmten Motion-Daten hier eben, dass bei diesem Pfeil eben noch ein Pfeil gespawnt wird, der sich auch in die Richtung bewegt, ja, wo ich eben auch hingeschossen habe. Und ja, das Ganze viermal, also werden viermal hier diese Pfeile gespawnt. Natürlich auch bei den Pfeilen, die hier neu gespawnt werden, werden neue gespawnt, aber das macht ja eigentlich nichts aus. Bei dem Shotbow sollen ja eigentlich viele sein. Und ja, nach ein paar Ticks Verzögerung hier, nach diesen Repeatern, werden diese Pfeile auch wieder gecleared. Also, so dass man, wenn man jetzt hier nochmal schießt, hier ist ein kleiner Fehler aufgetreten, sieht man, wenn ich jetzt nochmal schießen würde, wird bei jedem Pfeil, der hier im Boden steckt, noch ein Pfeil gespawnt werden oder vier neue, und das lag dann da eben rum und deswegen habe ich es eben so gemacht, dass es wieder geklärt wurde. Also wir sehen schon, es wurde gerade wieder geklärt. Wenn ich nochmal schieße, verschwinden die nach einer Zeit wieder und ich kann neu schießen. Genau, wie gesagt, in diesen paar Himmelsrichtungen, also in diese vier Himmelsrichtungen, kann man das Ganze einstellen. Das ist eben die Richtung hier, das ist die Richtung, und wenn ich das hier aktiviere, wird das eben in diese Richtung sein und das dementsprechend dann eben in diese hier. Und ja, momentan habe ich da noch keine Lösung gefunden, dass man eben in diese Richtung auch schießen kann, wo man eben auch hinschaut, auf die Gegner nämlich. Und ich habe hier noch ein bisschen rumprobiert mit dem Test vor, dass man eben in eine bestimmte Himmelsrichtung schaut und das dann aktiviert wird, aber es ist noch nicht ganz ausgereift. Da muss ich noch ein bisschen nachgucken, wie das Ganze möglich sein könnte, später nochmal im neuen Snapshot oder sowas. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr weitere Ideen habt, was ich hier nachbauen könnte, was für Plugins, Spiele, was auch immer, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.